hat das Auswirkungen auf den Schultergürtel. Das heißt, du ziehst automatisch die Schultern tiefer, hebst dein Brustbein an und bringst den Schultergürtel gut über die Hüftgelenke. Mit der nächsten Ausatmung drehst du deinen Oberkörper mal zu deiner linken Seite. Finde deine Position, entweder Unterarmstütz oder Oberkörper abgelegt. Aktivität, untere Taille, indem du den Ellbogen ranziehst, Bauch fest nach innen oben für viel Stabilität und dann schieb ausatmen, schon das Oberbein raus und heb und senk. Aus. Zu deiner rechten Seite, lässt den linken Sitzknochen tief in die Matte sinken, atmest hier ein, ausatmend kommst du wieder zurück. Heb Brustbein, senk Schultern und atme aus. Einatmen, bleib. Ausatmen.